Kamera? Moin Hasis! Die Kamera ist wieder an. Scheiße, was gerade was sagen, was Geheimes. Ja. Geht gleich weiter, Gordon. Warte. Ja. Willkommen bei Max Bischoff. Wir sind hier in Teil 2 von dieser aufgeregten Wartburg-Odyssee. Weil, pass auf, ich muss dann zwei Teile davon machen. Wir sind fertig mit der ganzen Karre. Finden wir irgendwelche angenagten Kabel von irgendwelchen Mäusen, was immer ich für euch das nicht gesehen habe. Hier ist doch, guck mal, was wohnt hier eigentlich alles drin? Das ist doch gierig, ist das doch. Wo kommt das weg? Was ist das für ein Kabel? Ich glaube, das kommt da hinten raus. Das kommt irgendwo von der, auf diesem Kabelbaum da vorne kommt das rausgekrochen. Ja. Das Kabel hier. Oder? Ich glaube, das war da mit dran. Hier, guck mal hier. Das war wo mit dran? Hier, da? Hier an denen, oder wie? Ich weiß das nicht. Hier sind überall Kabel. Die sind auf jeden Fall abgefressen. Da sind Kabel, guck mal. Ja, da meine ich. Guck mal hier. Nee, hier finden wir hinter. Dahinter sind hier. Ist das weiß, weiß-blau? Irgendwas weiß, weiß und blau, Boy? Nein, nee, überhaupt nicht, das sind nicht die Kabel. Das hier ist, was ist das hier? Das ist ein rotes, da guck mal her. Ist das rot, ja, ne? Das ist ein rotes, ja. Und ein rotes haben wir hier auch. Und hier ist ein braunes. Und das braune geht hier guck an mal, den... Hier haben wir auch noch ein braunes. Ja. Guck mal, hier haben wir ein rotes, ein... Ist das ein rotes, ein braunes? Nee. Komm, wie kommen wir denn da ran? Wie kommen wir an diese scheiß Kabel ab ran, dass wir die so rausziehen können, dass wir da irgendwie... Weil wir vielleicht die Luftpumpkasten nicht abbauen, das ist ein bisschen viel Arbeit. Ja, aber. Für so ein kleine. Was ist denn das? Guck dir das mal an. Das ist alles verfault. Das ist alles grün. Das ist doch. Was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Das Ding muss da raus. Ich sehe das schon kommen. Ja, aber ich. Das ist doch. Ich verstehe das nicht. Oder ich tue eine Listerklemme ran an die beiden. Die haben wir ja schon hier. Die ist ja schon verraten. Ja, macht ja nichts. Jetzt können wir ja noch eine anbauen. Wir sollten mal kurz gucken. Mal bei welchem Kommando, wo Strom ankommt, mit Messgerät erstmal. Ja. Naja, brauchen wir eine Scheibenwaschpumpe. Wir können aber auch einfach eine Handgurkenpumpe einbauen. Lass einen Handbehälter einbauen. Ja, das ist doch cool. Vom Trabi. Ja, ja, hat er hier ein passendes Loch? Müssen wir bohren. Was ist hier eigentlich hinter diesem Dings? Das Armaturenbrett eigentlich? Ist eigentlich schwarz, guck mal. Ist das hier? Ach, das ist gar nicht original. Das ist raufgeklebt worden hier, ist das? Da haben sie richtig Tuning gemacht. Da haben sie richtig einen gemacht daraus. Guck mal, hier muss ein Radio rein. Sie muss auf ihr Radio rein, damit es nicht ganz so im Würgen ist. Sogar mit Halter hier schön. Na, oh, sag mal, das ist ein Halter. Das ist der ultimative Halter. Das ist der Halter aller Halter. Wenn das Radio über 10 Gramm wiegt, wird es ein Problem. da kommt irgendwie so ein gieriges China-Radio rein oder so. Also ein altranziges Kassettenrad, das war auch lustig. Kommt hier, aber hier kommt nichts von uns mal raus, ne? Gar nichts an Kabeln. Ne? Nur hier kommt ein Kabelstrang raus. Hier. Komm, wir sollten. Guck mal, das bricht. Guck mal, ich habe das hier angefasst. Das bricht schon ab, das Kabel. Oh. Ich würde mal sagen, lass uns mal ein Kabel holen und wir brücken mal die Scheibenwaschpumpe. Oh. lass uns. Lecker, wa? Ich will nach Mäuserscheiße. Alter, lass uns, ich hab ne Idee. Lass uns die Pumpe brücken erstmal. Die Scheibenwaschpumpe, die funktioniert überhaupt noch. Die sieht nach Polo aus, ich glaube, die geht noch. VW-Pumpen gehen meistens. Die Original DDR-Pumpen sind immer ein Arsch. Oder wenn eine Handpumpe nehmen. Wo im Regal war nochmal. Ich habe mit irgendeiner Kiste eine Handpumpe mit der Hand gehabt. Letztens noch. Wo war das nochmal? Kannst du dich daran erinnern? Eine Handpumpe hatten wir gehabt. Wir hatten eine. Doch, wir hatten irgendwo eine in der Hand gehabt. Nagelneu! Habe ich damit angegeben? Ich glaube, oben im Lager lag eine. Da warst du noch nicht da oben, ja, oder? Ja. Warst du noch nicht? Lass doch, da waren wir einmal. Komm, lass mal oben gehen. Ich glaube, ich habe eine. Mit Elvis waren wir da oben, genau. Weil da ist nämlich eine Handpumpe vom Trabi. Die Gurke hat auch eine Handpumpe. Und mit der Handpumpe können wir vielleicht da irgendwie das rumfummeln. Ist ja egal. Hauptsache, das ist irgendwie, irgendwie am Tüdeln da. Das ist der Sinn dahinter. Wir mal gucken, weil das müsste eigentlich laufen. Weil die müsste, ich glaube, wenn ich mir in Erinnerung mich nicht trüben, müsste die hier liegen. Hier. In der Kiste. Hier so eine Teilekiste mit Trabi-Teilen. Hier war die irgendwo bei, glaube ich. Ich gehe mal gucken. Da ist sie nicht bei. Ich glaube, ich war so eine Kiste. Das ist so eine Trabi-Kiste. Komm, weiter geht's. Komm, wenn da geht, bin ich wieder ordentlich. Ich konnte mit nach unten, aber egal. Ich weiß noch eine Kiste. Weiß noch eine Trabi-Kerl. Ich zieh da dabei. Komm her. Hier ist die, glaube ich. Hier, der großen Kiste. Hier ist eine Handpumpe, eine Maschinenpumpe. Hier ist das hier drin.
Ach, das war mal ein Fanpaket gewesen, das hier. Heute sind übrigens Wartburg-Leuchten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Leben mal brauchen würde. Die waren hier auch nicht bei. Ah, wieder am falschen Lager unterwegs. Okay, dann kann ich wieder an den Tisch. So, weiter geht die wilde Fahrt. Auf nach unten. Vielleicht ist die da irgendwo. Die auch irgendwo gehabt? Oder war die hier bei? War die hier irgendwo? Nee. Nee, hier warst du auch nicht drin. Nee. Nein, war ich nicht. Oder nur vorbeigelaufen. Alter, ich habe letztens noch geflext mit dem Zeug. Das war mal nicht heute, oder? Nee, war nicht heute. Das war schon ein paar Tage eben mit Elvis zusammen. Da waren wir gleich da oben im Lager, aber da habe ich die Pumpe nicht gesehen. Ich habe eine Handpumpe, original von Trabant, original Sachsenring. Da oben waren wir noch. Lass mal hier vorbeiquetschen. Aber das ist noch nicht so lange her. Nee, war aber am Anfang, glaube ich, wo du gerade gekommen bist. Weil hier habe ich, glaube ich, hier habe ich keine Handpumpen bei, glaube ich nicht. Ich kann auch mal eben gucken jetzt. Achtung, Füße. Ja. Hier sind nur Vergaser und andere möglichen Teile, aber keine Handpumpe, war nicht hier. Ah, ist furchtbar. Ich muss direkt ganz mit meiner Treppiteile mal auf einen Haufen packen. Das ist sowas von schlau, sowas von Generation und Armeen von Schlauer, diese Scheiße auf einen Haufen zu schmeißen. Aber nein. Nee. Welche Flasche meinst du überhaupt? Nee, oder? Nee, glaub nicht. Aber andersrum gefragt, was hat denn der Wartburg für eine Pumpe überhaupt? Der Schlachter. Wollen wir gucken gehen? Hat der irgendwas Cooles? Hat der irgend so ein lustiges... Ah, ja, im Wartburg-Kofferraum? In dem... Hä? Nee. Nee, das war eine Lagerkiste von mir, die war nagelneu. Kann doch einer oben in Lager gewesen sein, wo ich hab für Elbe so Teile gesucht. Der hat Teile von mir geholt. Das haben wir da oben. Ja, aber der wollte was haben von mir, das war vorher, das war ein anderer Tag. Vorher nicht Trabi. Nee, vorher nicht Trabi-Teile. Ach, scheiße. Hier passiert einfach so viel. Ja, kommt der und dort und das. Machst du noch ein bisschen Licht hier hinten rein? Dann gucken wir mal nach, was die Phase ist. Wir haben hier noch irgendwas drin liegen. Hier war auch keine Teilekiste drin. Da sind die Bremssättel drin, die alten habe ich da reingeschmissen. Ich war auch noch voll mit irgendwelchen coolen Scheiß. Guck mal, hier Zündspule. Oh! Ein Spiegel drauf. Beifahrerspiegel. Gleich mitnehmen. Gleich raus hier, Scheiß. Ja, manchmal, so schnell findet man Sachen. Ja. Unglaublich. Aber das ist doch nicht, was wir brauchen. Wir brauchen. Ja, brauchen tun wir schon. Ist nicht fest vor sich. So. Ja, okay. Das ist ein Behälter. Aber hier auch. Oh, mit so einer Mini-Pumpe, guck mal. Ja. Der ist ähnlich. Aber das ist nicht der, es ist auch ein. Ist nicht dieselbe, ne? Nee, es ist ja schon das gleiche, aber es ist nicht das, was wir brauchen. Es ist einfach nicht das, was wir brauchen. Die Decke können wir mitnehmen, Sicherungskasten. Die brauchen wir. Die ganzen Sicherungen. Oh. Alle raus, die kommen alle auf Saga noch. Ja klar, der ganze Wampel, den zerlegen wir komplett. Gott, ich habe wohl keine Dingsen gefunden, ne? Aber ich habe alte Duftbäume gefunden, die nach stinken. Perfekt. Ich habe Duftbäume gefunden, die nach stinken. Und die sind locker aus den 90er. Guck mal. Die sind locker aus den 90er. Riech mal dran. Riechen nach wie am ersten Tag. Alter. Lecker. Die sind gut, ne? Ja. Ich würde sagen, den Orangen packen wir in den und den anderen packen wir in den Düdo. Das Kabel. Scheiße. Aber ich habe die gerade gehört, ganz kurz schon. Ich habe noch eine Hupe im Lager gefunden. So, das stinkt ja schon mal nicht mehr nach Scheiße. So. Aber wir sind hier irgendwie noch ein bisschen auf verlorenen Posten. Ich habe irgendwo diese Kiste gehabt. Gott, ich sag dir. Ich habe diese scheiß Pumpe in der Hand. Ich hab gesagt, oh, guck mal, geil. Diese Pumpe habe ich jetzt noch gesucht, habe ich gesagt. Und habe ich die da liegen lassen. Dann bin ich weitergelaufen. Und dann war halt alles vorbei. Da ist das Kabel. Jetzt ist das andere weg. Ich habe keinen Bock mehr. Das gibt's doch nicht. Ich geh noch mal im Lager gucken. Hier muss doch irgendwo in der scheiß Dingsen liegen. Aber zum Peter Ludorf Lagerexperten fehlt mir noch einiges. Aber ich habe diese Pumpe gefunden. Geil. Ja. Ja. Die lag in der Kiste. In irgendeiner Kiste, wie ich es gesagt habe. Ich wusste nicht genau, auf welcher Etage die war. Oh, die Hupe geht auch. Es geht aufwärts. Dann bau die mal ein da. Dann können wir die schon mal ratüdeln. Und ich guck mal, ob ich hier irgendwie ein Loch im Atombrett gebohrt kriege mit Schlagbohrmaschinen, der fett und so. Möglichst weit in der Mitte, damit ich so einen Schlauch legen muss. Ich würde sagen, hier so. Nee, hier ist was hinter.
müssen irgendwo einen Platz haben, wo das Ding hin kann. Hier so und dann das Handpumpe. Da kann man diese ganze Scheiße rausschmeißen. Diese ganze Schickimicki-Scheiße. Das ist der Nebelschlussleuchtenschalter, den brauchen wir noch. Das ist die Nebelschlussleuchtenkontrolllampe, die ist auch vorgeschrieben. Die brauchen wir auch. Ach scheiße, wo packen wir dieses Ding denn jetzt hin? Ich guck mal, ob das funktioniert, aber muss doch nicht gehen. Ja, die staubt wohl ein bisschen. Alter, guck mal, wie die staubt. Siehst du das? Die schießt mit Staub. Aber die ist noch gierig, die nehmen wir. Na, wir brauchen dafür mal ein Leitungstee-Stück. Ich habe über die Gurke mal geguckt. Ich habe den Original Ray-Ban hier Scheibenwischerbehälter, also da sind sicherlich alle neidisch drauf, aber funktioniert nicht ohne T-Stück und ich habe kein Leitungs-T-Stück. Ich weiß nicht, ob das denn so ein Set gekauft irgendwo. Ich wollte ein Set kaufen von Parkside hier, von Lidl, aber ich habe mich eingesehen, das zu kaufen, weil ich meine, das brauche ich eh nie. Das verläuft voll mit T-Stücken. Scheiße. Wenn wir gerade hier mal Kotzkrämpfe sind hier, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich habe kein scheiß T-Stück. Das heißt, wir sollten eine E-Pumpe einbauen. Das wäre die guckigste, einfache Variante gewesen, weil die funktionieren nämlich immer, die Pumpen. Also ich könnte jetzt merken, wo die war. Jetzt schmeiße ich die wieder dahin, wo sie herkommt. Zack. Ah, okay. Da liegt die, scheiße, lass die mal lieber wieder rauflegen. Ach so, das finden wir die auf jeden Fall wieder. Weil die gehen nämlich gerne kaputt, diese alten Gurkenpumpen. Scheiße, jetzt stehe ich hier natürlich und stehe wieder da, wo ich vorher war. Und muss jetzt mal gucken, wie ich da jetzt irgendwie Strom drauf kriege. Heidewitzka, ist das schön. Jetzt hatten wir auch kurzzeitig keinen Strom auf der Hupe, wo wir eine neue verbaut haben, aus meinem guten Gurkenlager. Aber im Fehler habe ich durch ein bisschen Sicherungsgefrickel und Gedrehe und keine Ahnung was lösen können. Frag mich nicht warum, aber es geht wieder. So, jetzt fickel ich diese ganze Scheiße nochmal eben da vorne ab. Wir haben immer noch keinen Strom für die Pumpe. Wir müssen immer brücken und gucken, ob das funktioniert. Ich denke mal, ich brauche gleich meinen eigenen Kreis. Nur, ich weiß gar nicht, wo die ausgelöst wird, welchen Schalter überhaupt. Welchen Schalter ich dafür ansteuern kann, weil ich habe nämlich nur hier, Hupe, hier Fernlicht, hier, Nebelschluss, Licht, das hier weiß ich nicht, aber es sollte auf jeden Fall immer, wenn ich das anmache. Ich habe keine Ahnung warum. Scheibenwischer. Wir brauchen noch neue Scheibenwischer, die sind eh Schrott, die da drauf sind. Warnblinker. Und mehr Knöpfe hat die Gurke einfach nicht. Ich denke, ich habe irgendwas basteln mit Dauerplus. Und mit hier, mit einem Kabelbaum für den, hier fürs Radio. Das ist irgendwie zusammenhängt schon. Irgendwie sowas. Wo erstmal Kabel abschneiden. Die Kabel, die da alle komisch rumflattern, kommen erstmal alle raus. Ne? Da sage ich sogar als Fuscher, die Scheiße muss weg. Das macht keinen Sinn sonst. So, grobe Vorbereitung läuft für die Scheibenwischanlage. Machen wir das Bohr runter, ne? Ja, machen wir runter, geht klar. Jetzt brauchen wir einen Schalter für die. Ich find die ein bisschen gierig, den Schalter hier, diesen hier, oder? An, aus. So ein Taster hier, so ein Start-Stop-Knopf. So ein großer. Oh, scheiße, schmeiß weg. Hier ist so einer. Der war auch so übertrieben, ne? Ein kleinen Schalter, so einen kleinen Taster oder irgendwas für die Scheibenschalter wäre gut. Ein Kippschalter geht aber auch notfalls. Das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt in großen Dings draus machen. Und daraus basteln wir uns dann was. Das ist eine Relais-Kiste. Soll ich mal einen Schalter suchen? Der ist wieder bei euch. Wir haben gerade schon ein kleines Löcherlein gebohrt. Mach Gordon nochmal eben weiter. Wir machen ein bisschen größer. Oh, reicht, glaube ich, ne? Na, ein bisschen noch. Was man so ein modernes Auto überdenken würde, wer bohrt da drin schon rum, ne? Ja, da wird der neue Zugschalter für die hier Scheibenwischanlage. Perfekt. Da kann man so nehmen, Gordon. Das reicht. Das Loch ist groß genug. Ja. Lass ihn den Kram vorher aber anschließen, bevor wir es einbauen. Ja. Guck. Funktioniert. Kommt links und ran. Zugschalter funktioniert. Und ist genau neben Scheibenwischer. Das passt doch auch. Raus, auch vom Gedanken her. So, ich habe schon ein Kabel gelegt. Ich habe schon Varo-Klemmen besorgt. Weil ich über die Varo-Klemmen wiederum hier nach Plus abgreifen möchte fürs Radio. Weißt du, muss ja ein bisschen Radio müssen wir auch haben. Ne? Na, komm, dann bist du schon fertig. Den einen sparen. Ja, der hängt mit dem Finger drin. Entspähen. Ein Finger ist immer gut, der kennt sich mit aus. Das riecht doch, ey. Wir waren noch zusammen im alten Schleusenbunker, haben wir mal nicht gefilmt und hat er sich auch die Finger aufgehackt. Junge, Junge, das kann Gordon ganz gut. Ja. So, das blaue Kabel ist das Plus-Kabel. Da hinten, das ist das neue, was ich gelegt habe. Dann machen wir das Formschalter, das mit dem Varo-Klemm doppelt und dann müssen wir das irgendwie verdreifachen oder so.
mal ein blaues Kabel besorgen gleich. Das sind übrigens Sago-Klemmen. Die sind ganz cool mit denen. Kannst du was gucken? Die sind ganz cool. Das sind Kabeldiebe der Neuzeit. Sollen wir mal schauen? Ah, hier läuft die Pumpe. Ich muss den Schlauch anschließen. Dann wird wahrscheinlich auch richtig rumlaufen. Hast du gesehen, Gordon? Es funktioniert. Mal den Seerausautomaten zwischensetzen. Hey, da können wir die aus der lustigen Kiste nehmen, da vorne. Wo ist die überhaupt hin? Da vorne. Aus dem letzten Video. Ich habe so eine lustige Kiste mit einem mündlichen Kassettenüberhör. Und da ist auch so ein Universal-Sicherungsautomat dabei gewesen, habe ich gesehen. Und die nehmen wir jetzt einfach. Sicherungshalter, Flachstecker. Den nehmen wir. Und schön aber auch eine ordentliche Sicherung in der Kiste für den ganzen Bums, den ich gerade verkabelt habe. Ihr wisst ja, das ist sicherlich qualitativ hochwertig und überhaupt nicht gefährlich. So, Radio und so geht alles jetzt. Also der Stromkabel, das brauchen wir gerade alles zusammen hier. Hier ist schon mal Strom. Da haben wir hier Plus, Minus. So, ey, Plus fehlt hier, oder nicht? Das hier Plus? Guck mal. Da ist alles drin, nur keine Plusleitung. Mit der kommen wir nicht weit. Das ist ja ein Schrott. Hat natürlich im Schlagfahrbuch alles gefehlt, ne? Aber guck mal, wie ich alles gefunden habe hier. Pass mal auf, hier. Ein Thermometer vom Balaton. Guck mal, hier oben, seht ihr das? Komm, zoom mal ran, Kollege. Seht ihr oben rechts? Tihani, da waren wir schon gewesen. Das haben wir alle schon durch. Führet waren wir gewesen. Balaton Führet, haben wir alle schon, waren wir Trabi schon gewesen. Ein Grund mehr, dieses Ding zu retten und das auf jeden Fall in den Kackburg zu kleben, ne? Das Innenthermometer, neue. Aber scheiße, ich muss jetzt irgendwas basteln mit den Boxen. Das Boxenkabel hier ist in Ordnung, da habe ich genug Anschlüsse dran. Aber das andere fehlt überhaupt einfach die Hauptplusleitung. Das ist ziemlich scheiße. Weil ohne Hauptplus finden wir nichts. Muss ich irgendwas basteln, dass ich da wieder ein Plus reingelegt kriege. So, schauen wir, schon lange haben wir ja. Jetzt habe ich auch schon Strom fürs Radio. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Radiokabelbaum verlegen. Also die Box. Eine Box hängt hier schon drin. Engelkabelbinder, ich weiß nicht, ob ihr sehen konntet, ist ja dunkel. Und das Radio kommt dann nicht zusammen hier rein. Das ist ein relativ modernes Bluetooth und sowas. Ja, ich brauche die Spielerei für mein geiles iPhone. Ganz so scheiße. So, was gibt's modernes Hightech? Da ist eine Box verbaut. Da ist eine Box. Und dann müssen wir eigentlich gleich Mucke haben. Sauplan, aber der Einbaurahmen ist im Weg. Jetzt müssen wir den Wegschraubenzieher rasieren. Dann geht er. Hier machen wir den hier. Muss ja nicht reichen. Wir biegen die Dinger einfach nur raus, dann müssen wir die eigentlich vorne wegpacken, die Blende. Und wenn die Blende vorne weg ist, muss es eigentlich funktionieren, problemlos. Zack, hier auch. Dann müsste die eigentlich so weggehen, die Scheiße. Normalerweise. Gucken wir. Aha. Weg ist der Scheiß. Genau, dann kann die Plastikscheiße wieder drauf hier. Zack, zack. Dann kann dann wieder rein. So. Was haben wir überhaupt nicht zack, das ist das Radio für dieses Auto. Überhaupt nicht reinpasst, aber trotzdem hier drin ist. Kommt mit Zahnschmerzen. Ja, er hat dann überlegt und dann gesagt. Also das ist das erste Auto, was ich habe, wenn eine funktionierende Antenne hat. Da kriege ich es bei dem Sender eben, kriege ich sogar da Zahnschmerzen, wo ich gar keine Zähne mehr habe. Das ist so. Also wie machen wir diese Scheiße denn aus? Blinking? Ja, off. Hä? Power off. Ja. Warte mal, so, vielleicht drehen. Ja, jetzt. So, kann man es ausmachen. Perfekt. Dann kann man es auch sogar ausmachen. Ich bin gegen meinen Willen beeindruckt. Ja, Kabel richtig verlegen, die eine Box wieder einbauen, die da hinten ist, ohne dass sie Kontakt mit der restlichen Scheiße hat. Und da haben wir auch offiziell ein Radio in diesem Ding hier. So landet wieder das ein Auto. So, Freunde, wir haben jetzt ein Radio. Wir haben jetzt eine Scheibenwaschpumpe. Nur müssen wir die Scheibenwaschpumpe irgendwie anschließen, weil momentan pumpen wir noch ein bisschen ins Leere, weil der Schlauch hier immer ab ist. So, hier... Da, der geht immer ab, der Schlauch, dieser hier. Und, Gordon, wir müssen uns dann das Zusatzmasse ausdenken hier, wo wir das Kabel anschließen. Dann sind wir auf jeden Fall die Besten. Dann läuft der Scheiß nicht richtig. Eine ordentliche Masse brauchen wir aber noch. Weil dieses komische Alu-Kabel da, das kannst du vergessen, das ist ziemlicher Schrott. Müssen wir irgendwie einen ordentlichen Platz für finden. Ich würde sagen, hier die eine, wo die Zündspule hier festgeschraubt ist. Da gehen wir irgendwie unter mit einer fetten Konstruktion. Ich muss nur irgendwie gucken,
wie wir jetzt dieses Ding hier verbinden damit. Hier, an dieser Schraube, die hier ist, so, so ungefähr, in der Art, nur ein bisschen kürzer. Damit die Zusatzmasse. Ja. Denke ich wenigstens. Sieht ganz gut aus. Hoffen wir es. Hm? So, Gordon Tudor ist Batteriehalterung. Ich habe gerade eben die Ladung durchgekriegt. Das heißt, die Scheibenwaschanlage funktioniert, das Radio funktioniert. Das geht jetzt alles irgendwie. Ja, ist scheiße. Ne, die Batterie muss fest und wir brauchen eine Pluspolabdeckung. Beide Sachen brauchen wir noch. Absolut wichtig beim TÜV. Ohne kriegen wir nichts. So, und ein Scheibenwischer. Wenn du jetzt hier guckst, seht ihr? Der hier, der ist nämlich Fritte. Der ist total tot. Ne? Ich fahre den mal ein bisschen höher. Ich fahre den mal ein bisschen mittiger, den Kollegen. So, warte. Zündung an. So. Müssen wir ein neues bauen. Ist irgendwie. Ob ich ein neues Gummi auf dem alten Wischer machen. Weil so kriegen wir auch keine Plakette. Und daran soll es doch nicht scheitern, so einer Kleinigkeit. Oder sehe ich das falsch? Übrigens, der eine ominöse Schalter, der hier ist. Dieser da unten. Der da. Ja, sind wir selber drauf gekommen. Ist die Heckscheibenheizung. Ob die funktioniert, wissen wir nicht. Aber es ist die Heckscheibenheizung. Was soll es sonst sein? Weil der hat ja eine. Guck mal, da hat der Ausstattung, der Bock. Richtig geil. So, nicht anders. Naja gut, ich guck mal, ob ich irgendwas basteln kann. Ich habe noch ein paar alte Scheibenwischer lagermäßig. Und ich kann nicht daraus irgendwas basteln, so ein Halterklaus oder was weiß ich was in der Art. Ey Jungs, guck mal, nagelneuer Fahrerscheibenwischer. Beifahrer bleibst du, der ist gierig genug. So, das hier ist der alte, der war kaputt. Hier, der hier. Und den müssen wir leider als TÜV-Mangel auch noch beseitigen, weil sonst kriegen wir Ärger. Ich meine, wir wollen da wenigstens mit Stil durchfallen. Und nicht so halb. Ach hier, ein Smart-Öl-Filter. Stimmt, steht auch noch hier rum. Das ist der alte Haubenzug. Das ist aber auch Schrott eigentlich. Aber egal. Wir lagern immer so einen Scheiß wieder ein und hoffen, das funktioniert nochmal irgendwie. Machen wir ja noch einen Lichtcheck. Und wenn wir einen Lichtcheck gemacht haben und der ganze Bums irgendwie funktioniert, dann können wir tatsächlich uns glücklich nennen und dann werden wir es auch noch probieren, damit zum TÜV zu fahren. Geil wäre natürlich morgen rote Nummern, Herr Gordon. Weil eine AU mit hier, wie soll ich sagen, mit den Abgasen, ohne dass sie immer warm gefahren zu haben, die sind sehr gierig. Siehst du, schon hast du eine Aussparung reingemacht, ne? Mit dem Nicht-Erdes, ohne Feuerwerk. Ja, muss man fertig festziehen, den ganzen Bums da. Also wird das noch nicht gehen. Gut, dann führst du dann zieh fest. Da unten ist der Sack. Komm raus, dann passt das. Gesicht, du komisches. So, das haben wir. Ja, müssen wir mal gucken. Morgen irgendwann müssen wir noch den mit einbauen, den 924. Ich rede jetzt in einen Druckspeicher. Da schieben wir auch schon ein paar Tage vor uns her, weil wir den Wartburg fertig haben wollen. Aber der muss ja auch langsam auf der Straße, ne? Und der große schlafende Unbekannte. Oha. Oh. Können wir mal rote Kennzeichen über rumfliegen. Das wäre sehr praktisch. Dann gehen wir erstmal hin zum Lager, weil ich brauche eine Pluspolabdeckung. Es klingt jetzt nach einer ganz, ganz lustigen, kleinen, niedlichen Sache. Oh mein Gott, er braucht eine Pluspolabdeckung. Aber wir brauchen was. Wir brauchen auch einen Verbandskasten, wir brauchen ein Warndreieck, wir brauchen eine Warnweste in dem Auto. Ganz wichtig, weil ohne das brauchen wir nicht anfangen. Ganz einfache Story. So, all in one und das. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Ich habe immer so eine Kiste gehabt mit hier den Deckeln, aber die werde ich jetzt eh nicht finden. Deswegen werde ich jetzt einfach... Was mache ich? Ich werde jetzt einfach gurken. Genau, ich gurke einfach. Ich baue mir selber meine Plusbeabdeckung. Ex-geschützt. In gut. So, dann ich vorstellen, hier ist die Zusatzmasse. Darüber, das ist die Batterie, die ist jetzt festgeschraubt. Die hat auch eine Panzertape-Spezial-Plusbeabdeckung bekommen. Jetzt mal kurz mal alles durchschalten, alles durchtesten an diesem Auto, ob alles noch funktioniert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt, denke ich mal, gute Chancen beim TÜV haben. Ich will mal hoffen, dass du die Qualmerei ein bisschen nachlässt. Das wäre schon nicht schlecht. Wenn ein bisschen weniger rauchen würde. Ja. Ich meine, ich finde es ja eigentlich ganz lustig, was ich hinqualmt. Aber der ist echt eine, der ist echt eine Gefahr für den Verkehr. Ja, ich finde das auch.
So, ich starte ihn mal. Dann schalten wir mal alle Lampen und Hupo so durch. So, mal Standlicht checken. Haben wir Standlicht? Ja. Beidseitig. Beidseitig, hinten? Ja, Kennzeichenleuchten gehen auch beide. Ja. Kennzeichenheiter braucht er noch. Gut. Abblendlicht. Ja. Fernlicht. Geht schon mal wieder nicht. Blinker. Ja. Gehen beide, merke ich, wie schneller blinkt. Ist doch gut. Mhm. Bremslicht. Alter, die unteren gehen auch. Hä? Ja, und das ist ein normales Licht. Da bremst er, hat er, glaube ich, nach oben. Auf einer Seite hat er auch Bremslicht. Hat er? Bremst mal? Ja. Hat er vorhin noch nicht gehabt. Ach, scheiße, da müssen wir mal gucken, was das andere Licht geht. Ein Deckel muss noch ab, der linke Deckel. Ich guck mal, ob ich einen Kennzeichenhalter finde für die Kiste. Ja. Da wohnt noch ein Kennzeichenhalter vorne und hinten. Ohne Kennzeichenhalter kommst du auch nicht weit mit dem Auto. Aber so wie es aussieht. Ja, was sind die, die sind mal kurz. Guck mal, die sind kurze Kennzeichen. Ach. Die kriegst du nicht, die können wir nicht mitfahren. Scheiße, ja. Ja, die kriegst du heute nicht mehr. Keine Chance. Ja, ja, ja. Die werden dich eher auspeitschen, als es solche Kennzeichen geben. Ja, ja, ich weiß. Das ist echt eine Katastrophe. Wir können dann noch die Scheinwerfer höher testen, aber da können wir mal einen TÜV machen, dann stellt der TÜV auch ein, notfalls. Sind ja eigentlich ganz nett mit, ganz freundlich und stellen das selber ein. Das ist ein Vorteil da bei der Prüfstelle. So, ich gehe mal eben ganz kurz rein und ich gehe mal eben luren, wo ich noch ein paar Kennzeichenhalter habe. Weil Kennzeichenhalter werden schon obergierig für die Kiste. Scheiße, ich hätte einen gehabt, in Verkauf eigentlich, aber der ist verkauft worden. Hängt an der Wand noch einer? Ach scheiße, ich habe keine Speedshop-Kennzeichenhalter mehr. Ich persönlich, der Gurkenkönig, ich habe keine eigenen Kennzeichenhalter mehr. Aber ich bin ja nicht blöd. Das ist schon ein bisschen, aber gehen wir eben hier weiter rüber in den nächsten Raum. Weil hier habe ich ein paar Aufkleber gelagert. Was ist denn hier los mit den ganzen Kisten? Alter Schwede, wie die Bombe eingeschlagen. Hier. Kennzeichenaufkleber. Im Kennzeichenhalter basteln. Mit Verdünnung habe ich den Schriftzug hier abgemacht. Da auch. Kommt da mal ein Aufkleber drauf. Und dann ist das mein Kennzeichenhalter. Ja, so geht das hier. Ist schon mal sowas gesehen? Hier ist mein Ballaton-Ding, das ist magnetisch. Pass auf. So kann ich den auf Hitze bringen. Mit dem Magneten. Kocht. Und zwar extrem. Jetzt kocht er extrem. Mach ich Zündung an, pass auf. Dann passiert das hier. Boing. Boing. Oh, kommen wir ja irgendwo einfach so hin. Oh, Deckel. Es fällt der nächste Deckel ab. Ich krieg die Krise. Oha. Es ist dreiteilig. Jedes Teil fällt da einfach original von ab. Das kannst du nicht leben. Stellen wir so wieder drauf. Wir können aber einfach nur fest magnetisieren. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen einfacher. Aber bei Sugon. Das müssen wir haben, das Ding. Das ist cool. Das ist irgendwie so ein Relikt. Das ist ein Relikt aus Ungarn. Hm. Das klebt eher scheiße. Alter, jetzt geht das ganze Ding auseinander. Ach du Scheiß. Das taugt alles nichts. Ist alles Scheiß. Ungarn-Schrott. Alles Ungarn-Schrott. Aber es muss trotzdem funktionieren. Das ist irgendwie so ein Touri-Andenken, glaube ich, gewesen. So, wo ist das rein? Das glaube ich, ist richtig so. Hält aber auch nicht. Nö. Wirklich. Nicht so geil. Oh, habe ich reingestochen mit meinem Finger. Nagel. Das ist nicht so geil. Mit der Schrotten haben wir noch. Das läuft. Ich glaube, das hat der Publikum auch. So geht der überhaupt noch an. Ich könnte ein bisschen Sekunden. Zippt das so nicht schwergängig von der Karre. Oh, das klingt eigentlich ganz okay, ne? Ich reiße es nochmal an, warte, kommen wir nochmal. Ich
gefährlich, genau. Hat nur genug Strom gehabt. Perfekt. Die ist aber nervig, die Anzeige. Junge, ist die hell. Hier. Kommst du hier? Funktioniert auch alles. Scheibenwischer funktionieren. Obwohl nicht die geilsten, aber die wischen irgendwie. Da kriegt der TÜV das Ding. Aber da will ich jetzt den TÜV jetzt ein bisschen Leerlauf einstellen noch. Ein bisschen Feinarbeit noch und dann ist das Ding richtig, richtig geil. Dann haben wir wieder für die Straße. Dann ist das Ding seit 1997 stillgelegt. Wieder auf deutschen Straßen unterwegs. Ja, das Kennzeichen habe ich angeklebt. Den Kennzeichen halt da hinten. Weil ich muss es schon ausschneiden. Das Kennzeichen muss ich wieder auch ausschneiden. Das passt sonst gar nicht. Das ist ein bisschen sehr scheiße. Aber Kofferraum vorbereitet schon. Da ist alles, was wir brauchen. Ja, ich denke mal, wenn alles auf Plan geht morgen, fahre ich dann morgen zum TÜV. Mal gucken, was passiert. Bin echt gespannt. Scheiße! Scheiße, genau, das passiert dann. Freunde? Nee, was hast du denn? Auch noch? Dann nehmen wir einen aus unserer Spezialkiste. Da war auch so ein Ding bei. Dann hauen wir das Ballaton-Ding doch in die Tonne, würde ich sagen. Ja, oder so. Nee, und dann nehmen wir eins von dieser aus der anderen Kiste da. Ja, oder so, ohne das Glas. Aber ohne Glas ist viel gieriger. Komm, ohne Glas. Können wir das wenigstens erkennen. Genau, so schmeißen das nämlich nicht weg. Ohne Glas ist auch gut. Ja, das war vielleicht. Ich glaube nicht, dass der letzte Wartburg-Schrauberteil war. Ich schätze mir damit noch irgendwas passieren, aber ich kann auf jeden Fall sagen, das wird der letzte Tod meiner Kamera sein, weil mein Akku ziemlich platt ist. Naja, das heißt, Reifen nochmal sauber machen, dann kommen mal die Felgendeckel noch drauf und dann kann der morgen ganz, ganz gemütlich hübsch zum TÜV fahren oder zum TÜV geschleppt werden auf dem Abschleppwagen und mal gucken, was der TÜV und der AU-Tester dazu sagen. Wir wissen es halt nicht, ne? Mal gucken, was dabei rauskommt. Gut. Ich will mal hoffen, euch hat das Spezial 2 Tage zum Auto gefallen. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, keine Ahnung was alles. Und hier, keine Sorge, ich bring die Teile ein bisschen Abwechslung hier rein, weil der ist jetzt ja so gut wie fertig, da fehlt ja nicht mehr viel. Ich bin gespannt, wie der fährt. Hoffentlich hat sich die Arbeit gelohnt. Hoffentlich hält der Motor durch. Munter!